Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Ihr seht, der Commander fliegt und zwar in den Aurean Moon Sektor, wo wir uns einen Dschungelmond anschauen wollen, um zu gucken, ob wir dort vielleicht Evox finden. Da hat er nichts mehr zuzusagen. Nee, ich habe nicht Angst vor den Evox, eher vor den Kampfläufern. Ach so. Ja, ja, das werden wir uns jetzt mal, reinziehen. Guck mal, Piraten haben wir. Ja, und was interessieren die uns? Gerade? Das sind auch Ziele und Opfer. Ach so, Ziele und Opfer. Okay, so klassifizieren wir das jetzt, ja? Genau. Okay. Ich ziehe mir hier mal das Scharfschützengewehr haben wir. Das fortgeschrittene Pulsgewehr rein. Sehr schön. Ja. Okay. Oh, ein unstabiler Warpkern? Was denn das? Ja, was ist denn das? Dann fliegen wir halt mal rüber, gucken mal. Was ist denn das? Und da haben wir ein Polaris Battleship? What? Ja. Okay. Die haben sowas auch, ja. Ja. Naja, gut, die sind in der Galaxis mit den Zirax zusammen. Da wäre es eher. What? What? Guck mal, ja. Warst du das gerade? Ich bin an dem Ding vorbeigeflogen, ja. Das ist ganz schön laut. Was? Ich habe so ein Wup, Wup auf den Ohren. Okay. Okay. Ich glaube, da hinten kommen ein paar Zirax-Drohnen rein. Okay. Ja. Ja, ich hoffe, du hast genügend Munition. Was hast du da gerade getan? Ich habe gar nichts getan. Da sind Sensoren drin und dann sind da Auslöser drin und die haben das Ding jetzt mal in die Luft gesprengt. Okay, Geschütze haben gerade auf Dinge geschossen. Genau. Wenn du Lust hast, können wir mal aussteigen und können wir mal rüberfliegen. Okay. Müssen wir nur aufpassen, falls die Drohnen rankommen, damit man nicht eine auf die Nase bekommt. Ja, ich bin schon ausgestiegen. So, ich muss mal kurz gucken, ob ich... brauchst einen EVA-Boost. Ja, schaue ich gerade. So, ja, einen habe ich noch. Hast du schon einen drin? Nein. Dann müssen wir einen bauen. Guck ich mal kurz. Ich mach schnell. Lass das. Hm? Du kannst ruhig rübergehen. Geh du mal rüber und guck dir mal den Warpkern an. Die Selbstschussanlagen tun schon Dinge. Ja, pass auf, dass du keinen auf die Nase kriegst. Ja. Okay, wir gehen mal hier auf 2. Ja, da ist nichts Kostbares übrig geblieben. Naja, okay. Hoch. Also die Düsen, du wirst beschossen. Ja, da ist irgendwo eine Sentry Gun. Ja. So. Okay, mal schnell heilen. Und dann gehen wir hier wieder auf die 2. Schön, wie die halt einfach nicht zu sehen ist. Ja. Das ist bei solchen. Nein, die ploppt auf einmal auf. Also, ja, klar, erst als ich. Die sind ausfahrbar. Ach so. Es gibt ausfahrbare Sentry Guns, das bedeutet, dass die Dinger tatsächlich versteckt sind und sich rausfahren. Okay, hier muss irgendwo noch ein Kern sein. Ich habe irgendwas gehört. Ich mach mal Licht an. Ja, Licht ist immer eine gute Sache. So. Also irgendwo muss... Ah. Ich hab's gefunden. Okay. Noch einen nehmen und wieder hier drauf. Hast du ihn, den Kern? Nein. Ich mach gerade die Gartenweb. So. Okay, also Kern habe ich nicht gefunden. Doch, hab ihn. Nö. Hab ihn.
Also hier ist kein Kern mehr dran. Na. Mit der Waffe kannst du das Ziel nicht beschädigen. Hier ist definitiv der Kern drunter. Was ist das für wo ein bist, Kern? Wo bist du denn? Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Zerlegen. Nee, das ist ein Stahlblock. Wieso ist das ein Stahlblock? Also ich kann das hier alles zerlegen. Da drüben. Ach, du bist... von wo hat's gerade geschossen? Irgendwo ist noch eine Gun. Bin mir nicht ganz sicher, die muss da hinten irgendwo sein. Ah, hab sie. Also hab noch eine. Okay. Oh. Sehe sie nicht. Ah, da. Sieh das? Ja. Ja. So, wir haben sie. Ah, gut. Und da ist auch noch ein Container dahinter. Oh, schön. Schmeckle. Okay. Und, aber du, irgendwo ist noch ein Kern drin. Ja. Und zwar, wenn du mal kurz zu mir kommst. Hier. Hier ist der Kern. Ich würde sagen, dass das der Kern ist. Ja, das ist er auch. Aber den kann ich nicht zerstören. Moment. Er sagt, nee, der ist zerstörbar. Der hat schon weniger Punkte. Du musst nur genau treffen. Du triffst schon, du musst nur genau treffen. Weil okay. Du ab und zu mal nebendran triffst, also wenn du... Oder? Nee. Warte mal, haben wir Sprengstoff? Ich komme nicht an die Logistik. Ja, Sprengstoff ist hergestellt. Ja, ich guck grad mal. Das Zeug okay, reintun. Sind hier vielleicht noch Dinge, die irgendwie interessant sind? Aber hier ist eine Konsole. Was erzählt mir denn die Konsole? Die Konsole sagt mir gar nichts. Ich glaube, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Nee, ist es nicht. Okay. Nee, ist es nicht. Nee. Gut, es tut einfach nichts. Denken. Du musst halt mit Escape raus. Okay. Okay. Was bist du? Vorsicht, Sprengung. Was bist du denn? Breitbandtransceiver. Kann ich dich? Oh ja, das hat sich gelohnt. Der Breitbandtransceiver hat schön Dinge mitgegeben. Okay, dann nehmen wir hier die Konsole auch mit. So. Nee, die Konsole können wir nicht mitnehmen. Ja, der Kern ist raus. Okay, dann komme ich rüber und dann bauen wir da noch die... die Dings ab. Schubdüsen. Genau. Lecker Schubdüsen, oh. Da ist immer schön Material drin. Guck mal, da hinten ist ein Alien-Container, den darfst du aufmachen. Der Alien-Container, den habe ich schon. Guck mal den rein, der müsste leer sein. Ja, ist leer. Und hier fliegen tatsächlich noch ein paar Container rum, die ich gerade leer mache. Und den Treibstoff können wir mitnehmen, das lohnt sich meistens auch. Ja. Nee, nicht wirklich. Das waren 7 Zellen. Einfach mal Geld drin. Ja, das passiert öfter mal. Am Anfang ist Weltraum, ich sag jetzt am Anfang, du weißt, wie viele Folgen du schon gemacht hast, ne? Ja. Am Anfang ist Weltraumschrott tatsächlich noch sehr interessant. Mhm. Gut, hier scheint auch noch irgendwo ein Kern drin zu sein, weil ich kann zum Beispiel die Container nicht abbauen. Wo bist denn du? Ach, da drüben, da ist noch so ein... Ja, das kann sein. Oder dass das mit irgendwas anderem verbunden ist. Ja, das ist schon richtig. Ja. Da hinten ist ein... Puff. Bang, weg mit. Hast ihn? Okay. Ja, ist kaputt. Schön, ich bin hier halt 20 Mal rumgeflogen. Da ist noch einer. Okay. So. Ich bin hier halt die ganze Zeit drin durchgeflogen und es ist halt nichts passiert. Ja, weil du Glück gehabt hast und nicht an den Sensoren vorbeigeflogen ist. Du kannst manchmal gucken, manchmal siehst du die Sensoren, dass diese ganz kleinen weißen Böppel, wenn du die rechtzeitig siehst, kannst du die wegschießen, dann lösen die nicht aus. Okay. Ich weiß nicht, hast du die Container alle leer gemacht? Weil vom Material her lohnt sich nicht. Ja. Dann gehen wir zurück. Ja, ich glaube auch. Was solche Schrottfelder findest du öfter mal und wie gesagt, am Anfang sind die manchmal echt bevor nice. Du hierher geflogen bist, war es kein Schrottfeld. Du hättest keine Chance gehabt. So. Ich hätte mit den Sprengladungen verhandelt, bestimmt. Bestimmt, ja. So.
Okay, Sven geht soweit auch wieder gut. Oh, das ist eine gute Idee. So ein bisschen heilen, weil ich bin fast hier am infektiöse Wunden und bla. Und ja, das ist, ne? So. Sehr schön. Und ich muss auch nochmal hier hin. So. Okay, dann geht's weiter zum Mond. Der Sven sitzt. Okay, genau. So. Sag mir bitte, wenn du es jetzt richtig. Wir haben übrigens noch eine Probe gekriegt. Sehr schön. So. Da hinten gibt's noch sowas, ne? Torn Solar Array zum Beispiel. Wie spricht man das aus? Servet Antenna Array? Survey vielleicht? Nee, Severet. Wie spricht man das auf Englisch aus? Oh, keine Ahnung. Ich bringe nur gerade Dinge weg. So. Okay. Wir werden jetzt in die Atmosphäre eintreten. Und es scheint dort. Das sind noch außerhalb. Okay. Und wir sind eingetreten. Jawohl. Ja, wir sind gleich über den Zirax. Okay, das ist ja ausgezeichnet. Das gefällt denen bestimmt. Da hinten ist ein Outpost. Das ist ein kleiner POI. Und da hinten ist ein Alien POI, wenn ich das richtig sehe. Okay. Das könnte vielleicht auch ganz nice sein, den zu raiden. Okay, es ist deine Entscheidung. Ich gehe mal auf die Außenansicht. Oh, sieht schon ein bisschen aus wie Endor. Oh, was ist das? Ein Black Cult Harvest Outpost. Okay, nice. Okay. Aber auch noch nie gesehen. Oh, neue Musik. Musik, die ich noch nie gehört habe. Und dann trinke ich mal nochmal was. Du könntest vor allem auch mal noch ein paar Bandagen bitte anstoßen, wenn ich fliege. Okay. Das wäre ganz nett, weil ich habe fast keine. Sekunde. Da muss ich hier ja auf die Dingssteuerung, auf die Geräte. Küche? Ja, nee. Ja, der schießt schon. Wie heißt das Ding nochmal? Küche? Nee. Nahrungsmittelprozessor. Hm? So heißt das Ding. Geht auch einfach Zugriff. Mit F4 auf den Kühlschrank und dann kannst du den kleinen Böppel drücken. So, Bandagen. Guck mal, was das da oben Enhanced ist. Bandages, okay, Silver Powder. Das ist sehr teuer. Okay, wir machen mal, sagen wir mal 100. Das kannst du nicht, weil du hast keinen Pflanzenfasern drin. Deswegen meinte ich ja, mach Pflanzenfasern bitte. Ach so. Aus was soll ich denn Pflanzenfasern machen? In deinem Hauptkonstruktor aus Bäumen. Habe ich da noch Bäume drin? Input. Holz aus Holzlatten, um ganz genau zu sein. Es geht Bäume zu Holzlatten und dann Holzlatten zu Pflanzenfasern. Ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich noch Bäume habe. Du hast noch. Zumindest irgendwas muss noch drin sein. Weil er hat ja vorhin noch Munition gebaut und aus dem Munition, da ist dasselbe Spiel. Ja, wahrscheinlich ist da nichts mehr von übrig geblieben. Das ist natürlich möglich. Ja, ich meine, wenn man halt mal 2000 Munition anwirft, ne? Das ist natürlich möglich. Wahrscheinlich hatte ich einfach noch Nitrozellulose. Wir werden beschossen. Wir werden beschossen, ja? Ja. Das ist der Outpost. Mhm. Sollen wir erstmal den Zirax Outpost machen? Was hältst du davon, wenn wir hier irgendwie mal ein bisschen runtergehen und uns schnell mal ein bisschen Holz mit dem Fichtenmoped machen? Hast du denn ein kleines Hover dabei? Warum ein kleines Hover? Oder meinst du die Säge? Ich würde einfach die Säge nehmen. Es sind doch genügend Bäume außen rum. Ja, weil das Hover halt deutlich schneller geht. Ach. Niemand legt mehr Wert auf Handarbeit. So. Missverständlich, ne? Ich versuche gerade einfach darüber hinwegzugehen. So. Das müsste hier drin sein. Dann brauchst du eine Kettensäge und ich brauche eine Kettensäge. Ich habe eine. Ach, du hast schon eine. Okay. Gut. Das ist eine der ersten Sachen, die ich mir schon auf Haven gebaut habe. Ja, ich habe wahrscheinlich auch noch irgendwo eine rumliegen. So, Kettensäge, wo bist du hin? Da. Okay. Juli. Aber Tatsache, du hast so einen schönen großen Hangar, du solltest dir unbedingt so einen kleinen Hover bauen, mit dem du dir ein bisschen Bäume abmachen kannst. Ich habe im Moment nur meinen kleinen Angriffshover.
in Anführungszeichen. Also jeder lacht mich aus, wenn ich den so nenne. Ja, genau. So. Ja. Biokraft. Wieso habe ich denn jetzt keinen Biokraftstoff? Zugriff. Hallo? Okay, habe ich hier noch Bio. Da bin ich gerade drin. Komm mal her. Kannst. Wo bist du denn? Aus vom Schiff? Bäume absägen. Ja, aber. Okay. Ich weiß nur nicht, wo du bist. Ach, da bist du. Dumm-di-dumm-di-dumm. Guck mal, es geht doch fix. Kirk, so. Komm her. Moment. Dü-dü-dü. Ablegen, da. Danke. So. Jetzt nicht die Welt, aber besser als nix. So. So, dann schneiden wir hier mal den Landeplatz frei. Ja, damit man gleich sieht, wo der Mensch war. Da, wo der Mensch war, ist ein Parkplatz. Findest du nicht? Doch, ne? Ja, klar. Ist schon ein Ding, ne? Und darfst du auch gleich ein Parkhaus bauen? Oh, ich darf echt eine Basis bauen? Ja, darf ich? Na nee, klar, nur nicht heute. Seht ihr, Leute, so gemein ist der zu mir. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch der Meinung seid, dass er gemein zu mir ist. So. Ja, hier wird's düster. Hier wird's düster. So, ich finde das schön, dass wir der örtlichen Flora und Fauna direkt mit Kettensägengeräuschen mitteilen, was hier Phase ist. Die Autogeschütze schießen auf irgendwas. Ja, wahrscheinlich irgendwelche Wildtiere. Okay, Hansa meint, er sagt nur die Wahrheit. Tja, so viel Unterstützung kriege ich. Oder hinten ist ein blauer Baum, den ich noch so nie gesehen habe. Ist das ein Psi-Baum? In Rimworld wäre das ein Psi-Baum. Kann dir passieren, dass du aus dem Baum gar nichts rauskriegst. Manchmal sind das so Deko-Teile. Ja. Probier's mal. Ist gut möglich, dass du nichts rauskriegst. Ja, aus dem ersten habe ich nichts rausgekriegt, aus dem nächsten... auch nichts. Ja, ist der Lieutenant wieder sehr uneffektiv. Ja. Tatsächlich sind die Bäume, wo du jetzt gerade dran stehst, das sind die, die am leichtesten umzunieten sind, mit den wenigsten HP und dann in der Relation am meisten Puls geben. Mhm. So, jawohl, nochmal 9 Holzstämme. Oh, das Wetter hier ist ja mal wieder fantastisch. Ist halt ein Dschungelplanet, wir haben hier Dauerregen. Ja. Musst nur aufpassen, dass du nicht irgendwann so ein Viech in deine Hosen reinkriechen hast. Achso, du meinst so einen dieser ganz speziellen Fische. Ja, diese Kriecher. Mhm. Die sind besonders nett. So. Ich noch. Oh, der gab auch wieder kein Holz. Das ist ja echt traurig. Kostet alles Biotreibstoff, aber bringt kein Holz. Was soll denn das? Ja. Wie war das einmal mit Profis arbeiten? Ja. Ja, es sind hier ja halt eine ganze Menge Bäume, die ich halt auch noch nicht gesehen habe. Ja, klar. Ja. Und dann halt total random. Ein paar geben Holz, ein paar nicht. Tja, okay. Ich bin leer. Oder? Nee, ich hab noch. Im Output müsste noch was drin sein. Ich hab nur ein bisschen Bier auf Schatten gestoßen. So. Siehst du, und ist doch gar nicht schlimm. Da unterhält man sich mal nett dabei. Baumfeld! Genau, mitten auf dem Kopf. Genau. Wo ist er? So, ich bin hier drüben. Oh, muss mich verstecken. Damit er nicht sieht, dass ich eigentlich gar nichts tue. Ah! So. Also die blauen Bäume, also die mit blauen Fasern dran, die so leuchten, die bringen nichts. Kann ich dir schon sagen. Und hier in diesen Dingern drin sind Eier. Kannst du auch mitnehmen. Diese kleinen blauen Pappeln. Ja. Nur ausbrüten kann man sie leider nicht.
Nee, wir spielen auch Imperium, kein Ark. Apropos, hier ist Gold. Naja, du hast doch noch ein, Survival-Tool. Ich habe sogar einen mechanischen Bohrer dabei. Ja, perfekt. Dann nimm Gold mit. Brauchen wir. Für die zukünftigen Pläne. Okay, was kriege ich bei dem Ding hier raus? Pflanzenfasern? Direkt? Nee, Holzstämme. Tatsache. Cool. Diese braunen Blätter, die nach oben gehen, bringen Holzstämme. Ja, tun sie. Ja, für mich ist das neu. Entschuldigung. Das ist einfach. Es ist einfach. Ah. Warum? Warum? Konfetti-Moos. Nice. Okay. Wichtige Zutat für Medizin alles. Und so Zeug. Ja. Also ich habe 239 Holz. So. Also ich gehe jetzt wieder zurück, es ist mir zu nass. Da kriegt man Schmieren an den Händen. Du hast so einen Anzug an. Der Anzug wird nass. Dann verliert der vielleicht Farbe. So. Du willst sagen, dass du dann farblos bist. Genau. Warum hat der gute Herr eigentlich nicht die Schubdüsen ausgeschaltet? Das verbraucht alles Promethium. Ja, das ist normalerweise die Arbeit für die Lieutenants. Ne? So. Wenn ich aufgestanden bin, dann müsst ihr hinter mir aufräumen. Ach so. Also ich möchte nur erwähnen, dass das alles Dinge sind, die mir gesagt wurden. So. Was die zu tun sind. So. Dann hauen wir hier mal direkt das rein und die Pflanzen. Ne, die Pflanzenfasern kann ich ja direkt ins. Kühlschrank. Genau, bitte. Direkt in den Kühlschrank. Oh. Übrigens, ich habe hier auch noch Betten übrig, ne? Betten? Ja, es gibt hier Betten. Für was? Für was? Brauchst du nicht. Weil sie schön aussehen. Ja. Wir spielen gerade nicht mehr Singleplayer. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du im Co-op spielst. Kannst du keine Nacht wegschlafen. Ich glaube auch nicht, aber du erholst dich. Das kann sein. Ich glaube, du erholst dich. Weil, wenn du dich setzt, kriegst du ja auch den Stamina-Buff. Warte. Ja, das ist richtig. Und pass mal auf, ich gehe jetzt mal. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich gehe jetzt mal hin und leg mich mal hin. Nee, die Betten sind nicht benutzbar. Okay. Richtig. Du kannst dich auf eine Bank setzen oder auf die Space-Toiletten oder so, ja? Ja, genau. Das geht. Das mache ich ja immer. Also immer, wenn ich in einem Poi die Toilette finde, die Space-Toilet muss auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Genau. Mhm. Okay, ich verstehe, warum. Okay, jetzt verstehe ich, warum Leute mir nicht mehr zugucken. So. Okay. So. Dann jetzt? Wirft der Sven den Konstruktor an und macht mal eine Menge Pflanzenfasern. So, oder hast du das schon angeworfen? Nee, hast du nicht. Doch, im Output müssten ein paar gewesen sein. So. Oh ja, sind sie. Okay. Dann nimmt der Sven die mal aus dem Output und wirft die in den Kühlschrank Input, der gerade belegt ist. Bin weg. Ja. Das ist ja furchtbar. So, und jetzt können wir. Jetzt brauchst du ja wieder Bandagen, ne? Darum ging ja der ganze Klabberadatsch. Genau. So. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie das Ding hieß. Was denn? So. Kühlschränke. Nahrungsmittelprozessor. Zugriff. So. Und, warum gehst du nicht über deinen Kühlschrank da rein? Weil ich das so viel cooler finde. So, jetzt habe ich es gesagt. So. Ich habe nochmal 1000 in Auftrag gegeben. Dafür wird das Pflanzenprotein nicht reichen. So. Das könnte es sein. Balbera, hi, hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wir sind gerade in einer Live-Aufnahme und damit herzlich willkommen an alle Raider. Ich sag euch gleich nochmal hallo, wir sind nämlich kurz vor Ende. So. Okay. Wollen wir dann den Dings raiden, den Outpost oder jetzt, wie?
Ja, genau, machen wir mal den Outpost. Das ist nicht so ein großes Ding. Gut. Dann, dann bewegen wir uns doch da mal langsam hin und dann beenden wir die Folge für heute. Machen wir es doch so. Das Ding ist 567 Meter. Das, da würde ich mich jetzt nicht mehr hin bewegen, außer zu Fuß. Okay, dann machen wir es so. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei wart bei Imperial Galactic Survival Reforged Eden. Zusammen mit dem Rainer. Und ja, ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, euer Sven. Bis zum nächsten Mal. Ciao.